Wir wollen uns das jetzt nochmal wiederholen, dass ich immer wieder sage, wenn man meint, es hat nichts mit mir zu tun, mit Holofeeling. Holofeeling hat nur mit dem zu tun, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Ja. Das also ganz, ganz wichtig ist. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Wenn irgendjemand, der in dir auftaucht, Holofeeling kritisiert, hat er Holofeeling sowieso nicht verstanden, weil Holofeeling bekämpft keine Feindbilder und erklärt zuerst einmal, dass jeder, der in dir auftaucht, mit dem, was er sagt, recht hat. Es ist aber nur Perspektive, es sind nur Facetten. Er hat in der Regel, wenn er einseitig ist, keine Ahnung von dem heiligen Ganzen. Dass er letztendlich selbst ist als der Geist, der sich die Sachen ausdenkt. Und was es hier darum geht, dass eine Frage, ob was richtig oder verkehrt ist, zwangsläufig der Weg in die Einseitigkeit ist. Das ist immer wieder, wenn ich dann wiederhole, ist jetzt der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das heißt, präge dir jetzt absolut ein, jede einseitige Vorstellung von richtig erzeugt im selben Moment ein Gegenteil, ein verkehrt. Und solange man bloß auf der richtigen Seite stehen will, wird man nie wissen, was das heilige Ganze ist. Und darum ist es ganz, ganz entscheidend, dass also hier die meisten Phänomene, ich nenne es einfach einmal so, ganzheitlichen Phänomene, die symbolisieren wir jetzt einmal mit einer dreidimensionalen Darstellung, die wir uns ausdenken. Aber prinzipiell, alles, was du Geist zu sehen bekommst, befindet sich hier und jetzt in deinem roten Kopf. Der rote Kopf selber als Ding an sich ist etwas, was in keinster Weise wahrgenommen werden kann, weil sobald du dir jetzt einen Kopf ausdenkst, ist das schon wieder ein blauer Kopf, der eine Information im roten Kopf ist. So, und jetzt machen wir mal hier ein Gedankenspiel, das sehr, sehr wichtig ist. Und das Erste, was du dir bewusst machen solltest, dass wir hier wirklich von Fakten reden. Es ist immer, es beginnt mit der Geschichte von dem Ersten. Ich behaupte, ich bin der Erste. Alles, was der Erste erzählt, kann jedes Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle de facto überprüfen. Und da muss man jetzt natürlich wissen, wenn ich von Fakten rede, das habe ich tausende Male erklärt, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Alles, was ich nicht unmittelbar hier und jetzt überprüfen kann, sind keine Fakten, sondern in der Regel logische Berechnungen. Vorstellungen, die dir logisch erscheinen, die du aber nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und wenn du das genau nimmst, wirst du feststellen, dass sich 99,9% aller religiösen, esoterischen und naturwissenschaftlichen angeblichen Fakten in Luft auflösen, weil du feststellst, die kannst du hier und jetzt nicht überprüfen, du kannst sie nur blind glauben. Jesus. Ich starte immer zuerst einmal mit einer Ausgangsbasis, die du auch mit deiner jetzigen Logik akzeptieren kannst, dass ich sage, du kannst erst in dem Moment irgendetwas wahrnehmen, wenn es sich in deinem Kopf befindet. Das passt mir jetzt praktisch an deine bisherige materialistische Weltvorstellung an. Das heißt, du gehst davon aus, du bist ein Trockennasenaffe mit einem Gehirn und alles, was du zu sehen bekommst, muss in irgendeiner Art und Weise als neurologische Darstellung in deinem Gehirn in Erscheinung treten. So wird es ein Naturwissenschaftler ausdrücken. Und wenn das in deinem Gehirn nicht irgendwie eine Veränderung, eine Darstellung auslöst, wo es auch immer herkommt, kannst du es nicht sehen. Um das nochmal zu sagen, ob dir jetzt jemand auf die große Zeh steigt oder ob du Geräusche hörst, es spielt keine Rolle, ob da irgendein Signal vom Bein, von den Rezeptoren hochgeleitet wird über die Nervenstränge in dein Gehirn rein. Wenn ich diese Leitung unterbreche und das Signal kommt nicht nach oben, spürst du das nicht. Dann spürst du auch dein Bein nicht. Ich sage immer wieder, es ist hundertprozentig sicher, wenn du was nicht denkst, existiert es nicht. Ob das unabhängig von deiner momentanen wahrgenommenen Information trotzdem existiert, ist eine reine Glaubensfrage. Das ist das, was ich sage. Das glaubt der Zweite, der sich hundertprozentig sicher ist, dass wenn er jetzt an irgendetwas denkt, dass es auch dann existiert, wenn er es nicht denkt. Oder dass er jetzt etwas denkt und dass diese Information, die er hier und jetzt in seinem Kopf vorliegen hat, die er hier und jetzt in seinem blauen Kopf, in seinem Gehirn anschaut, dass die Information schon in der Vergangenheit war, bevor er sie jetzt gedacht hat. Das als hundertprozentig sicher anzusehen, ist schlichtweg ein geistloser Narr. Und dann wirst du feststellen, dass du in deiner momentanen Traumwelt die Figuren, die auftauchen, auch wenn die vollkommen real erscheinen, als sinnlich wahrgenommene Information,
dass die alle nicht wissen, was 100% sicher bedeutet. Ob das Ärzte sind, ob das Professoren sind, ob das Mathematiker sind, mit dem normalen Schwamminhalt, wie ich das nenne, mit dem anerzogenen Wissen, ignorieren die vollkommen diese Tatsache. Und mit Holofeeling ist der erste Schritt, dass ich sage, wie kann ich mir sicher sein, dass das, was ich jetzt glaube, dass das auch wirklich stimmt. Ich sage das ganz einfach, wenn du es hier und jetzt de facto überprüfen kannst. Dann ist es zumindest jetzt eine Realität oder auch, ich sage mal, ein bewusst gedachter Gedanke. Und die Gefühle, die du erzeugst, das sind ja auch Informationen. Das war diese Sache mit der 200 Gramm rote Gede, wo ich immer wieder versuche klarzumachen, dass ich das sehr weit spanne, was eine Form ist von dem Geist, von der Gnede praktisch. Die 200 Gramm rote Gnede sind immer 200 Gramm rote Gnede und die Gnede verändert ständig im Hier und Jetzt die Form. Und die Form ist letztendlich das, was du Geist, was du selber siehst. Du siehst immer deine eigene Form. Wir nennen das Information. Ja. Okay, und dazu können wir jetzt erst einmal trennen, was ich sage, in sinnlich wahrgenommen und in feinstofflich, wo ich genau weiß, das ist nur ein Gedanke. Das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich schaue aus meinen Augen in die Welt vor mich hinein, immer an die VR-Brille denken, dann ist alles, was in mein Gesichtsfeld in Erscheinung tritt, ist sinnlich wahrgenommen. Alles, was ich jetzt ganz bewusst nur denke, zum Beispiel wenn ich jetzt an den Osterhasen denke, dann ist das auch eine Information, ist auch eine Form der Gnade, aber eine feinstoffliche Information. Genauso geht es dann mit Gefühlen, mit Hunger, mit Liebe, mit Ärger. Das sind nur verschiedene Stufen, aber das sind alles Informationen. Wir trennen zuerst einmal nur in sinnlich wahrgenommen und in feinstofflich. Ja. Und jetzt kommt natürlich, dass Gefühle immer entstehen durch Interpretationen. Deine zwanghafte Programmierung, dein Glaube, dein Schwamminhalt schreibt dir definitiv vor, dass du in einem Fort, wenn es dir schlecht geht, meinst, es ist irgendetwas, was in dir auftaucht, daran schuld, dass du dich unwohl fühlst, dass du Angst hast, auch dass du dich freust, dass die Ursache für Freude die oder die Erscheinung ist. Aber die Erscheinung ist einfach nur. Die Ursache für diese Gefühle ist immer die zwanghafte Interpretation, wie du mit deinem Wertesystem diese Erscheinung interpretierst. Das erzeugt die Gefühle, nicht die Erscheinung als Ding an sich. Ja. Kann man ganz einfach erklären, dass viele zum Beispiel, wenn du auf eine gewisse Speise schaust, dass je nach Charakter, je nach Programm, nennen wir das einmal computertechnisch Programm, wird es in dir Freude auslösen oder auch einen tiefen Ekel. Das kann sich noch verschieben, dass dieselbe Erscheinung zu einem Jetzt-Zeitpunkt Freude auslöst und zum anderen Ekel auslöst, wenn zum Beispiel was in dir in Erscheinung tritt, das du an und für sich sehr, sehr gerne isst, als Trockennasenaffe jetzt, als Ratte in deinem Traum, aber das erscheint in dir in dem Moment, wo du Oberkante, Unterlippe, wie man sagt, absolut satt bist. Also vollkommen überfressen bist und dann halte ich dir dein Lieblingsessen hin und dann stehen dir auch die Haare zu Berge. Das ist alles so Sachen, die ablaufen und das sollst du beobachten. Aber was jetzt das Thema ist, was ich jetzt ansprechen will, ist das Thema Grausamkeit. Man meint, es gibt eine übergeordnete Moral, eine übergeordnete Menschlichkeit. Das ist alles Blödsinn. Es ist alles zwanghaft. Für dich wird all das normal erscheinen, wo du eben als normal, mit deiner Logik als normal definierst. Jetzt pass auf, wir machen jetzt mal ein kleines Experiment und spiel das Experiment bitte mal mit. Ich sage jetzt wieder, schließe mal bitte deine Augen, dass wir hier mal die Außenwelt abschalten. Schließe mal die Augen und wohlgemerkt, ich sage jetzt das ganz, ganz gezielt zu dem Geist, der sich das Gespräch anhört. Und jetzt folge bitte mal meine Gedankengänge. Ich sage jetzt, wir machen diesen Beobachter, von dem ich immer wieder spreche. Und dieser Beobachter, der vollkommen wertfrei beobachtet, der die Sachen, die er sieht, nicht in irgendeiner Form bewertet, der schaut einfach nur und du denkst dir jetzt einmal, ich sage immer wieder, wir machen wieder unser Wasserloch. Du denkst dir unser Wasserloch in der Natur und dann kommt jetzt hier an das Wasserloch vor dir. Die sehen dich natürlich nicht, weil du praktisch auf einer anderen Ebene bist. Da kommt eine Mama-Gazelle mit einer kleinen Baby-Gazelle und ich mache mir noch ein bisschen Emotionen dazu. Das ist eine süße, kleine, unschuldige Gazelle und die geht jetzt an das Wasserloch und fängt zum Trinken an. Und jetzt veränderst du ein bisschen den Blick, so 20, 30 Grad nach rechts in deinem Geist. Und da ist jetzt an der Wasseroberfläche, schauen zwei so komische, runde Dinge aus. Wir nennen das einmal Augen.
Jetzt ist interessant, dass du dir, das ist, dass du dir jetzt auch denken kannst, was unter der Wasseroberfläche ist, was zu diesen zwei Augen mehr oder weniger gehört oder die Augen, wozu gehört es eigentlich? Und das siehst du jetzt, dass in dem Wasser ungefähr 10 Meter von der Gazelle weg ein großes, runzliges, böses Krokodil liegt. Und dieses Krokodil bewegt sich jetzt lautlos auf diese kleine, süße, unschuldige Babygazelle zu, macht Schnapp, reißt es praktisch mit zwei, drei Happen in Stücke, kaut und schluckt es auf einen Stück hinunter. Aber du wirst merken, ich will auf was ganz was Neues hinaus. Jetzt in dem Moment ist ja die Babygazelle nicht mehr da. Die Mama-Gazelle ist davongelaufen. Du siehst jetzt praktisch bloß dieses Krokodil. Und jetzt denkst du dir ja in dieses Krokodil diese kleine Gazelle rein, weil das Krokodil hat ja die Gazelle aufgefressen. Also ist jetzt die Gazelle in dem Krokodil und du kannst uns das einmal moralisch bewerten, dass das ja sehr, sehr grausam ist. Aber jetzt pass auf, jetzt mache ich Wischen weg und jetzt denke mal bitte an eine Packung blaue Dembo-Taschentücher. Jetzt stell dir mal die blaue Packung Dembo-Taschentücher vor. Und jetzt frage ich dich in dem Moment, wo du umgeschalten hast in einem gewissen Maß dein Bild, wo ist das Krokodil hingegangen? Also wir machen das erst mal nochmal von Anfang, aber ganz kurz. In dem Moment, wo du dir eine Gazelle, dieses Wasserloch ausdenkst und dieses Bild in dir in Erscheinung tritt, gebierst du letztendlich aus deinem unendlichen Datenspeicher vom Wissen eine Vorstellung feinstofflich in deinem Kopf. Das heißt, du bist mehr oder weniger der Schöpfer dieses Bildes. Okay? Das heißt, du holst es wie aus der Gebärmutter vor dich hin, du stellst es vor dich hin, diese kleine Gazelle wird von dir geboren. Dann gebierst du das Krokodil, dann denkst du dir, dass das Krokodil die Gazelle auffrisst. Die Gazelle denkst du dir jetzt in das Krokodil rein und in dem Moment, wo du das Krokodil nicht mehr denkst, frisst du das Krokodil wieder auf, weil das geht wieder genau dahin, wo es hergekommen ist, nämlich in dich rein, in diese heilige Einheit, wo man das als Einzelfacette herausgeschöpft hat an die Oberfläche. So ist es. Ich verändere nur die Form meiner 200 Gramm nicht. Genau so ist es. Es ist eine ständige Veränderung von Augenblick zu Augenblick und für dich war jetzt die ganze Zeit immer nur das da, was du gedacht hast. Und jetzt ist eine Geschichte da und jetzt ist es wie in einem Chat, weil man das einmal aufgeholt und kannst du als ein Sichtfenster. Ich sage immer, wir schreiben jetzt diese Geschichte in Form von Worten auf eine Seite. Und zwar Wort für Wort, wie ich gesprochen habe, schreiben wir Worte auf eine Seite. Und wenn du jetzt die Seite anschaust, ist die ganze Geschichte als Chat da, die Ja. im tiefen Hintergrund eigentlich schon da war, bevor wir die abgespielt haben. Genau. Das. Das heißt eigentlich, worauf ich jetzt hinaus will, und da muss man jetzt ein bisschen, weil wir wirklich was Neues machen, dass du dir durchaus, wenn wir jetzt sagen, diese Geschichte, die Worte auf der Seite, wo das draufsteht, muss man wieder wissen, da gibt es eine rote seiende Form, die nicht gewusst werden kann, aber die dann in Erscheinung tritt, weil sie eben nicht ausgedacht ist, im geistigen Hintergrund, in diesem Kontinuum, und sobald ich mir diese Struktur ausdenke, und jetzt habe ich das da mal die erste Stufe. Ich kann mir das als geschriebenes Wort auf eine Seite, diese Geschichte auf einer Seite vorstellen. Dann ist es in einer gewissen Art und Weise wie eine Datei, die ich auf dem Bildschirm hole. Die Datei ist ja im Hintergrund auch dann da, wenn ich die nicht denke. Das heißt, alles, was ich prinzipiell zu sehen bekomme, ist schon mal eine relativ Oberfläche, wenn wir unser Wasser, unser Grundwasser und die Oberwelle dieses Beispiel nehmen. Das heißt, sobald ich mir die Seite anschaue, als Worte geschrieben, die auch dann da ist, wenn ich die nicht denke und die schon da war, bevor wir die jetzt in der Geschichte geschrieben haben, weil dass wir uns diese Geschichte ausdenken und aufschreiben, ist ja auch schon wieder Gedanken. Alles, was in dir auftaucht, muss auf einer tieferen Ebene schon da sein, bevor du es zu sehen bekommst. Immer an den Computer denken. Wenn ich sage, der Computer, der braucht Daten und Programme, um Bilder erzeugen zu können. Ich könnte jetzt für einen Laien, wenn er älter ist, ich mache jetzt wieder mal als Brösel-Uder raumzeitliche Geschichte, das ist immer so ein schönes Antesten, wenn ich bei meiner Mutter im Altersheim bin, die weiß überhaupt nicht, was Computer ist. Die hat noch niemals in ihrem Leben an einem Computer gesessen, hat sie auch nie interessiert. Und da habe ich einfach dieses einfache, benutze ich diese Metapher, dass ich sage, pass auf, Mutti, wenn ich jetzt einen Fernseher hinstelle, wir haben keinen Antennenanschluss, dann kannst du nichts anschauen. Wenn wir jetzt einen Videorekorder da anschließen, kannst du prinzipiell auch nichts anschauen. Und jetzt gebe ich dir einen Stapel Videokassetten.
Und dann wirst du feststellen, dann kannst du was anschauen, aber du kannst immer bloß das sehen, was auf der Videokassette drauf ist, die im Moment im Videorekorder drin ist. Ja. Aber das, was dann auftaucht auf dem Bildschirm, ist schon da, bevor du den Fernseher einschaltest. Das ist jetzt nämlich ganz wichtig für dich selber, dass ich immer wieder sage, dass mir die Stufungen, dieses einfache Beispiel vom Bücherregal bis zu der Idee, die das Wort auslöst, das ich in irgendeinem Buch anschaue, dass das natürlich auch in der Computermetapher drin ist, dass ich schon zigfach gesagt habe, wenn wir jetzt zum Beispiel skypen, dass prinzipiell immer dieses Programm Skype im Hintergrund sein muss. Und Skype wiederum braucht in einem noch tieferen Hintergrund ein Betriebssystem. Es hängt davon ab, jetzt ich bleibe einfach mal bei Windows, das geht mit anderen Betriebssystemen auch natürlich, ist das Skype, das ich auf einem Apple-Computer benutze, ein anderes Programm wie das Skype, das ich auf einem Windows-Computer benutze, weil das eine hat eben, läuft auf dem Betriebssystem Windows und das andere läuft auf dem iOS-Betriebssystem von Apple. Das heißt, dass also hier auch diese Schichten da sind, die ich jetzt einfach ausgesprochenes Wort, optisches Wort, die Zeile, dann die Seite mit den Zahlen, dann die Seiten, dann das Buch, dann das Bücherregal. Diese Hierarchie haben wir hier genauso, wo ich jetzt einfach sage, das, was in Erscheinung tritt, entweder akustisch oder optisch, dann haben wir den Arbeitsspeicher. Das heißt, wenn du jetzt ein Buch aus dem Internet rauslädst, dann holst du das zuerst auf deine Festplatte. Das Internet ist Gott, da ist alles gleichzeitig, aber als Einheit. Da holen wir jetzt eine Facette auf unsere Festplatte. Da können wir natürlich mehrere Bücher drauf machen, aber um ein Buch lesen zu können, holst du eins dieser Bücher zuerst in den Arbeitsspeicher und dann aus dem Arbeitsspeicher irgendeine Seite auf dem Bildschirm. Das ist eine Hierarchie, eine transversale Hierarchie. Und wichtig ist es transversale. Du musst dich irgendwann einmal lösen von dem unbewussten chronologischen Denken. Das chronologische Denken als Ding an sich hat natürlich einen Sinn, sonst hätte ich es ja nicht erschaffen. Und dass ich jetzt, ich sage nochmal dazu für Kritiker, dass ich jetzt nicht diese Lautsprecherstimme ist. Es ist nämlich sehr interessant, dass hier nämlich eigentlich dem, was du jetzt zuhörst, das du jetzt real, sinnlich wahrgenommen hörst, das ist kein Mensch. Du hörst jetzt eindeutig einen Lautsprecher. Interessant ist, das ist doch eigentlich immer dasselbe. Jetzt könnte ich wieder kritisch werden, wenn ich genau bin. Eigentlich genau genommen hörst du zwei Lautsprecher, weil in der Regel gehe ich einmal davon aus, dass du jetzt entweder vor einem Computer oder einem Laptop sitzt und da laufen immer zwei Lautsprecher, auch wenn der Ton jetzt Mono ist. Aber was jetzt interessant ist, ist ein Stimmenimitator. Der kann nämlich seine Stimme verändern. Der klingt nämlich einmal wie die Helene, dann klingt er wie der Toni, wenn der Toni spricht. Da können wir jetzt unendlich viele Stimmen machen. Der kann wie der Udo Lindenberg und wie der Udo Jürgens klingen. Aber es spricht doch immer dasselbe. Und genau diese Genauigkeit fordere ich von dir, von HoloFeeling. Und diese Präzision, diese Genauigkeit, was jetzt wirklich da ist, hat nicht das Geringste mit intellektuellem Wissen zu tun. Darum sage ich immer wieder, alles, was der Erste behauptet, kann jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Und wenn ich behaupte, wenn diese Information nicht mehr vorliegt, wenn sie nicht mehr existiert, selbst das in Anführungszeichen kannst du überprüfen, das ist jetzt auch eine Genauigkeit. Du kannst nämlich nicht überprüfen, ob was existiert, wenn du nicht dran denkst. Aber wenn ich jetzt in Anführungszeichen mache, du kannst dir aber Folgendes bewusst machen, dass immer, wenn irgendwas in dir auftaucht, dass das nicht da war, bevor es in dir aufgetaucht ist. Das heißt, wenn ich immer wieder, wenn ich sage, und jetzt schau zur Tür klinge, dann wirst du feststellen, erst wenn ich das Wort Tür ausspreche und Türklinke auf, dass, ob du das jetzt denkst oder ob du jetzt an deinen Kopf, ganz kurz, du denkst ja nicht einmal an deinen Kopf, wenn du den Kopf drehst. Wo war jetzt die ganze Zeit dein Kopf? Die Sache mit der Brille, Toni. Wo war deine Brille jetzt die ganze Zeit? Puff, jetzt ist sie da, merkst du es? Das heißt, in dem Moment, wo was auftaucht, unmittelbar in dem Moment, wenn du dir Mühe machst, musst du dir eingestehen, bevor ich es nicht gedacht habe, war es nicht da. Und der Materialismus schreibt dir vor, er suggeriert dir, dass es hundertprozentig sicher ist, dass das auch dann da ist, wenn du es nicht denkst. Das praktisch, dass es existiert, wenn es nicht existiert. Das sind wieder die zwei Seiten. Und jetzt ist es eigentlich, dass das dann auch stimmt. Ich habe doch gesagt, du wirst von mir niemals hören, dass irgendeiner nicht recht hat.
Wenn wir jetzt die Situation haben, dass es existiert, obwohl es nicht existiert, müssen wir bloß wissen, dass dieses Minus existieren eigentlich das rot geschriebene Sein ist. Ich könnte jetzt wieder sagen, jetzt schau auf die Tastatur und schau die Taste Z an und jetzt frage ich dich, wo war die ganze Zeit? Deine Logik wird sagen, irgendwo da außen, unten vor mir materiell. Aber das war nicht da, das ist Lüge. Das ist schlichtweg Lüge. Und wenn ich behaupte, alles an Religion, alles an Esoterik baut genau auf diesen Druckschlüssen auf Glauben auf, der sich dann übrigens auch realisieren lässt, wenn du es glaubst, weil wir Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt Träume, wo Menschen wie Superman fliegen können, und zwar vollkommen real, wahrgenommen. Du musst es nur träumen. Wenn du das glaubst und du träumst es, dann ist es, während du träumst, ist es für dich auch real. Es ist eine vollkommen reale sinnliche Wahrnehmung. Natürlich nur so lange, bis du wach wirst. Aber in dem Moment, wo du wach wirst, kippst du bloß in eine andere Traumebene. Das habe ich alles so schön erklärt. Die einzige Möglichkeit für einen Geist, und nochmal, Geist ist etwas, was in keinster Weise gedacht werden kann, die einzige Möglichkeit für einen Geist, etwas erleben zu können, ist, dass er zum Träumen anfängt. Ein Geist, der schläft ohne zu träumen, der ist eigentlich das, was er ist, der ist nichts. Aber das Nichts, das wir uns jetzt ausdenken, ist ja nicht nichts. Der ist nichts und alles gleichzeitig. Und du tust dich sehr leicht, weil ich also hier immer wieder einen Schritt gehe, dass du dich wirklich löst von den Meinungen der Menschen in deinem Traum. Ich kann da nur dazu sagen, ich werde dir nie vorschreiben oder sagen, was du glauben sollst. Erinnere dich an den Satz, den ich immer wieder erwähne. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und das erkläre ich dem, der mich jetzt als Udo, als Lautsprecherstimme ausdenkt. Oder gegebenenfalls real. Das spielt keine Rolle. Aber auch hier gilt für den Udo das, was ich jetzt gesagt habe, was für alle Sachen gilt. Wenn du sie nicht denkst oder nicht anschaust, existieren sie nicht. Was nicht heißt, dass es die deswegen nicht gibt. Jetzt komme ich ganz kurz nochmal zurück hier zu unserer Geschichte mit der Gazelle, wo wir aufgeschrieben haben, sobald wir uns jetzt diese Geschichte nur als Worte auf einem Blatt Papier ausdenken oder vorstellen, feinstofflich. Das wäre jetzt praktisch ein ausgedachtes Programm. Das ist aber nicht das Programm, wo das entspringt. Das heißt, wenn wir jetzt in die Dora zum Beispiel gehen, in den Tenach und schauen uns das an, wenn ich sage, das ist das ursprüngliche Programm, aus dem deine Welt entspringt. Eigentlich mehr Betriebssystem wie Programm, also die Grundlage, dann muss dir klar sein, dass diese ausgedachte Dora ist nicht, das ist auch wieder nur ein Abbild von einer tieferen Schicht. So wie jetzt du, wenn du geistig als Mensch denkst, bist du zuerst einmal eine Lebensgeschichte, wenn du dich als Mensch denkst, und wenn du Geist denkst, dich als Mensch, und dann in Form eines Menschen denkst du dich als Körper. Das ist diese Hierarchie. Das ist immer wieder, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Keiner denkt sich als Mensch. Du denkst dann ganz schlauartig, das schreibt dir dein Programm vor, an deinen momentanen Körper, der jetzt in irgendeiner Form, wenn du an den Körper denkst, ziemlich wahrgenommen ist, vielleicht vom Computer sitzt und sich diese Aufnahme anhört. Aber wo ist der, wenn du nicht an den Körper denkst? Der Einzige, der immer da ist, ist der, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Und dann kommt jetzt die Sache, wenn ich sage, du wirst niemals hören, dass was nicht stimmt, da springe ich jetzt nochmal zu den drei letzten Selbstgesprächen hier über die Trugschlüsse in der Mathematik, das heißt über die Trugschlüsse im gelernten Wissen, dass man auch wieder zwei Seiten hat, dass ich doch immer wieder darauf hinweise, dass alle Formeln stimmen. Genauso stimmt alles, was in heiligen Schriften drin steht. Ich muss bloß wissen, dass das Metaphern, dass das Metaebenen sind und dass jetzt die Ausleger, die einseitige Auslegung des Problems, und man sieht es nirgends schöner wie an dieser klassischen arithmetischen Wurzel, an der Form der Wurzel. Darum habe ich eben das Beispiel mit der Lorentz-Transformation gemacht. Und wenn ich jetzt kein Interesse habe an dem, das zu verstehen, und ich habe das so kindergartengerecht erklärt, dass ich da natürlich noch viel genauer drauf eingehen könnte, da sind noch viel, viel mehr Aspekte, wie ich angesprochen habe. Ich will da bei der Formel plus 1 nochmal in Erinnerung bringen. Wenn wir uns also hier dieses ganze Zeug an Formeln, wo es gibt,
ist immer der große Witz, dass wir in der Wurzel zwei Ergebnisse haben. Das müsste Plus-Minus-Wurzel heißen. Das ist also das kleine Einmal-Eins der Arithmetik. Und da bin ich drauf eingegangen. Wichtig ist, dass wir hier zwei Extreme haben. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wir betrachten einmal über die Lorentz-Transformation einen Runenbeobachter. Das ist natürlich ganz, ganz interessant. Wenn ich den Runen mache, dann ist ja die Geschwindigkeit v ist 0. Dann steht hier 0 durch c macht schon keinen Sinn. Etwas durch 0 zu teilen, 0 durch c im Quadrat ist praktisch nichts, also können wir das weglassen. Bei Runen dann nochmal 1 Wurzel 1. Und die Wurzel 1 ist eben plus 1 minus 1. Und da habe ich dann erklärt, dass plus 1 minus 1 gleichzeitig gedacht, wie Wellenberg und Wellendal, wenn wir das wieder zusammenschieben, dann das Plus und das Minus ist immer 0. Aber jetzt habe ich hier den einen und den teile ich durch plus 1 minus 1. Und das sieht eben dann definitiv aus, wenn ich immer die Finger so aufspanne. Das ist Wellenberg und Wellendal. Und da haben wir jetzt dann ja oben das Gamma, so nennt man dieses Zeichen. Gamma ist gleich im Hebräischen ausgesprochen Gimel. Das ist ja der dritte Buchstabe. Und dann haben wir hier praktisch die drei. Auf der einen Seite, wenn wir da eine Zahl draus machen, eine Ziffer draus machen, dann haben wir das G steht für drei. Und dann haben wir eins, einen Strich und rund nochmal plus eins, minus eins. Dann ist das Wurzelzeichen weg. Ja. Das heißt, das eine wird eigentlich immer, wenn wir das jetzt ausgleichen, wird immer durch nichts geteilt. Weil wenn ich, sobald ich Plus, Minus gleichzeitig habe, bleibt das eine das eine. Das symbolisiere ich mit der Wasserebene. Dann haben wir jetzt auch die Trinität dastehen, weil 1 ist ein Posten und Plus 1, Minus 1 ist diese Antithese und die 1 drüber ist die Synthese und das sind dann die drei in dem Gimel bzw. in dem Gamma. Und das Gimel, habe ich gesagt, wenn wir jetzt hebräisch den Buchstaben Gimel ausschreiben, dann ist es die Einstein-Formel, die ja absolut mit der Formel verbunden ist. Ich will nur an der kleinen, den kleinen Beispiel zeigen. Ich verspreche euch, ich mache das mit jeder Formel in euren Physikbüchern bis zu den komplexesten Formeln, ob das die Schrödinger-Gleichung ist oder was auch immer. Dieses Prinzip funktioniert in jeder Formel. Was dich als normalen Menschen überhaupt nicht interessieren müsste, das müsste ein Physiker interessieren, aber das wird komplett alles, was er ein Leben lang geglaubt hat, zusammenbrechen lassen. Und darum sage ich immer wieder, versuch es gar nicht, du findest nahezu keinen Physiker jetzt in deiner Traumwelt, der im Hintergrund eine Verbindung, wirklich eine Verbindung zu Geist hätte, der bereit wäre, seine Reputation zu opfern für die Wirklichkeit. Er hofft dann lieber, dass er älter wird, dass er pensioniert wird und dann stirbt und dann geht es von alleine. Und dem ist nicht so. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist sehr, sehr wichtig, weil das letztendlich für jeden gilt. Zu hoffen, dass du dich jetzt durch dieses Leben durchbringst, obwohl dir mittlerweile langsam dämmert, dass da was in deinen ganzen Handlungen im Argen riecht. Und wenn du stirbst, ist es sowieso vorbei. Es ist hundertprozentig sicher, dass das, was du zu sein glaubst, nicht überleben wird. Ich rede nur, Holofeeling spricht nur von hundertprozentig sicheren Fakten. Das ist natürlich ein gewisser Widerspruch, weil ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Aber das habe ich gerade im Moment erklärt, dass du nie überprüfen kannst, wenn sich was auflöst. Du kannst nicht beobachten, wenn sich was auflöst. Du kannst dir nur bewusst machen, dass wenn was Neues in Erscheinung tritt, jetzt könnte ich wieder sagen, pass auf, schau mal bitte ganz kurz, ganz gezielt auf die Z von der Tastatur. Oder ich mache mal, dreh den Kopf und schaue Fenster oder Tür an. Okay, und jetzt frage ich dich, ist dir aufgefallen, dass in dem Moment, wo das Fenster in dir aufgetaucht ist oder was du jetzt angeschaut hast, dass im selben Moment die Taste, die Z wieder sich aufgelöst hat? Das heißt, sobald das neue Bild da ist, ich mag es so, gehört das vorhergehende Bild. Wir haben ja hier diesen Wellenberg und das Wellental. Ich kann nicht sagen, da kommt der Berg und dann ist da. Tausende Male habe ich das erklärt. Es kann nur gleichzeitig sein. Das heißt, sobald du das neue Bild auftauchen siehst, du siehst immer nur das neue Bild auftauchen. Mein schönes Beispiel wieder mit der Gnede. Wir machen aus der Gnede irgendeine Form. Sobald du der Gnede eine neue Form gibst, wird im selben Moment die alte Form zerstört. Das ist aber wie Wellenberg und Wellendal. Und du kannst, wenn die neue Form da ist, kannst du dich im selben Moment an die vorhergehende Form, die nie vorhergehend war, weil alles immer jetzt ist. Du kannst die Hinterseite praktisch sehen. Das ist das Spiel mit Gesundheit und Krankheit, mit Lärm und Stille.
dass du die Stille nicht hören kannst, sobald du sagst, es ist jetzt schön still, ich höre ja jetzt nichts. Übrigens ist in dem Moment der Geräuschton nämlich deine Gedankenstimme, die sagt, ich höre ja jetzt nichts. Jetzt ist es still. Still ist auch ein Geräusch in deinem Kopf. Da ist schon ein Geräusch da, nur wenn du dir still denkst, weil wenn nur Stille wäre, wäre eben überhaupt nichts und nichts kann man nicht wahrnehmen. Dasselbe gilt für Gesundheit. Dass in dem Moment, wo du sagst, ich bin jetzt gesund, ist im selben Moment die Krankheit da. Jetzt könnte ich wieder sagen, hast du jetzt dich die ganze Zeit gesund oder krank gefühlt, während du mir zugehört hast? Dann musst du eingestehen, keins von beiden. Das ist elementar, das ist rein erkenntnistechnisch. Heb dich das über alles an Religion, an Philosophie und Naturwissenschaft hinaus. Es überragt das menschliche Wissen um Welten. Und jetzt kommt wieder die schöne verborgene Harmonie der Dinge. Das, was jetzt so unheimlich gigantisch kompliziert klingt, kann eigentlich jeder 13-Jährige sofort verstehen. Vorausgesetzt, hinter der Maske des 13-Jährigen steckt ein neugieriger Geist. Dass du Geist bist, rot geschrieben, das steht außer Frage, weil du mich jetzt hörst. Ob die Donis mich jetzt hören, oder die Helene, oder ob der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dasselbe hört, was du jetzt glaubst, das vom Udo kommt. Das ist wieder eine reine Glaubensfrage. Ich könnte jetzt wieder ein Zeitfenster aufspannen und jetzt springe ich nochmal hier zurück in das Jahr 2000, 2001, die alten Almener-Vorträge. Wo ich ganz klipp und klar sage, meine Botschaft richtet sich bloß ein Saal, du denkst dir, da ist der Udo, der hält einen Vortrag, meine Botschaft richtet sich nur an den Geist, der mir jetzt zuhört. Wenn du jetzt glaubst, du bist hier und jetzt in Almener, wobei Almener hier und jetzt in unserem Kopf ist, weil wir uns das ausdenken, wir denken uns das jetzt in die Vergangenheit. Und um dich herum sitzen Menschen, die kannst du anschauen, die sind real, wenn du deinen jetzt ausgedachten Kopf drehst. Ich mache jetzt das etwas genauer, dann sind die ja in deinem Gesichtsfeld vollkommen reale Menschen. Wenn du glaubst, dass die das auch hören, dann wird es für dich so sein, weil du es glaubst. Du wirst es nicht einmal überprüfen können, das, wenn du wolltest. Das hilft jetzt auch nichts, wenn du einen fragst. Hörst du das auch, was der sagt? Dann wird er nämlich sagen, selbstverständlich, weil du glaubst eigentlich im tiefsten Innern, dass er das ja hört. Das führt uns jetzt zu dieser großen Erkenntnis, die mir in dem letzten der drei Selbstgespräche im Teil 3 der Trugschlüsse. Ganz am Anfang frage ich diese jetzt ausgedachte Karin, eine ganz einfache Frage, Karin. Glaubst du, dass dich ein Stein beobachten kann? Dann stutzt sie und dann sagt sie nein. Das ist ja mal schon eine große Erkenntnis. Glaubst du, dass der liebe Gott dich beobachten kann? Jetzt könnte man sagen, das hängt davon ab, ob du an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, aber ich gehe einen Schritt weiter. Was ist jetzt eigentlich der liebe Gott? Der liebe Gott ist jetzt dasselbe wie der Stein. Ich sage dasselbe, nicht das Gleiche. Dasselbe bezieht sich nämlich nicht auf die Form vom Stein oder an die Gedanken vom Stein oder die Gedanken vom lieber Gott, sondern es ist zuerst einmal beides ein Gedanke, der nur deshalb da ist, weil du das denkst. Es existiert der Stein in deinem Bewusstsein als Gedanke, dem wir die Form eines Steins geben. Welche Form gibst du dem lieben Gott, den du dir ausdenkst? Selbst wenn du ihm keine Form gibst, ist es trotzdem ein Gedanke. Das heißt, wenn wir das reduzieren, ist die große Frage, glaubst du, dass ein Gedanke von dir dich als Denker beobachten kann? Und das beantwortet sich jetzt eigentlich von selbst. Ein Gedanke, den du denkst, der kann niemals den Denker beobachten. Er kann durchaus, du kannst dir einen Gedanken denken. Wir setzen nochmal für den Gedanken Mensch. Wo du sagst, ich denke mir jetzt einen Mensch, der mich beobachtet, natürlich dann auch als Mensch. Das heißt aber nicht, dass der das als Ding an sich selber dann doch kann, er kann es dann nur für dich. Das heißt, in dem Moment, wo du dir einen Menschen denkst, ist dieser Mensch nur ein Gedanke. Und in dem Moment, wo du diesem Menschen gewisse Fähigkeiten zusprichst, wird dieser Mensch für dich diese Fähigkeiten haben. Weil du ja glaubst, dass er diese Fähigkeiten hat, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass der als Gedanke, als Ding an sich diese Fähigkeiten dennoch nicht hat. Nur für dich hat er dann die Fähigkeiten.
Das ist jetzt dieses Spiel, wenn wir jetzt wieder mal voll raumzeitig werden, wenn ihr eure Tochter besucht und den Schwiegersohn, kannst du jetzt in deinen Glauben reinschauen, inwieweit glaubst du, dass die Trixie da außen auch dann existiert und was erlebt, wenn du nicht an sie denkst. Du machst dir einfach bewusst, was du glaubst. Du sollst es auch nicht verändern. Und dann wirst du feststellen, wenn die wieder in euch auftaucht, natürlich hier und jetzt, wird die vollkommen den Eindruck machen und euch erzählen, was sie alles erlebt hat, während ihr sie nicht gedacht habt. Die Ursache ist aber nicht, dass dieser Gedanke was erlebt hat, sondern dass ihr glaubt, dass es so ist. Die Normen sind jetzt vollkommen austauschbar. Das ist ein Prinzip. Ich rede hier wieder von Fakten. Ob das jetzt so ist, was du feststellst, wenn du das näher und genauer untersuchst mit Holofil. Das heißt, wir verlassen diesen bisherig gegangenen Weg des blinden Vertrauens auf irgendein Geschwätz von Figuren, die in unserem Traum auftauchen, die natürlich gezielt von mir so erschaffen wurden, in deinem Traum. Als träumender Geist kannst du dir auch nicht raussuchen, was du träumst. Die größte Illusion ist die Illusion, sich einzureden. Man könnte irgendetwas bestimmen, was man sich denkt. Das ist ja so der normale Mensch in seiner unendlichen Arroganz, dass dir irgendwann einmal bewusst war, dass diese Trockennasenaffen jeder für sich, egal ob er jetzt hochstudiert ist oder ob er erbärmlich arm ein Sklaven-Dasein oder ein Hartz-IV-Dasein fristet, lebt in einer unvorstellbaren Arroganz, dass er glaubt, er könnte selber was bestimmen, seine Gedanken bestimmen. Das kann man so leicht widerlegen, de facto widerlegen. Das ist immer mein Beispiel mit der Kiste, bringt das jetzt dazu. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich sage jetzt zum Beispiel zu dir in Form von Worten, wenn du die deutsche Sprache verstehst, denke mal bitte an ein Stofftier. An welches Stofftier hast du gedacht? Sag mal was. Ein Hase. So, du hast jetzt an einen Hasen gedacht. Jetzt freu dich, hast du dir von den Filmtieren, die dir zur Auswahl zur Verfügung steht, das rausgesucht? Oder hast du einfach das genommen, dir das ausgedacht, was eben in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe, in dir aufgetaucht ist? Hättest du jetzt die Freiheit gehabt, zum Beispiel auch einen Daddybären, einen kleinen Bären zu machen oder einen kleinen Hund zu machen, dir zu denken, hättest du überhaupt diese Freiheit gehabt? Die Frage stellt sich gar nicht. Du wirst in jeder Kleinigkeit, wenn... Was du denkst, taucht einfach in dir auf. Darum sage ich immer wieder mit der Kiste. Jetzt denk an die Kiste. Welche Form hat die Kiste? Dann wird, solange du nur das Wort Kiste denkst, ist nichts da, außer das Wort Kiste. Dann sage ich, aus welchem Material besteht die Kiste? Aus Pappkarton, wenn du umziehst, vielleicht denkst du an Pappkarton. Mit meiner Mutti, wie ich das gemacht habe, die hat eine Holzkiste gedacht, weil sie als junge Frau hier die Holzkisten, die Weinkisten rumschleppen hat müssen. Was ist da drin? In jeder Kiste sind prinzipiell immer Flaschen drin bei meiner Mutter. Weil dieser Mechanismus das drauf hat. Aber das sind immer Blackboxen, wo du dich wirklich von Moment zu Moment überraschen lassen kannst. Und da haben wir jetzt wieder zwei eigenartige Hälften. Das ist nämlich auch immer wieder, auch hier gilt zwei Sachen. Das, was ich Reizauslöser nenne. Es ist alles determiniert innerhalb deines Schwamminhalts, wie du reagierst. Und es gibt Reizauslöser. Das heißt, wenn du bei gewissen Geräuschen, die in dir auftauchen, sofort an das Telefon, an die Haustürglocke, an einen Hubschrauber, an einen Rasenmäher, an einen Vogel denkst, das ist ein Programm, das ist vorherbestimmt. Ja. Dass jetzt dieses oder jenes Geräusch jetzt auftaucht, obwohl ihr merkt, das ist immer jetzt. Der Reizauslöser selber, den kannst du dir nicht raussuchen. Da musst du dich überraschen lassen. Das ist jetzt für dich im klassischen Sinne das, was man Zufall nennt, wobei du dann feststellen wirst, dass diese Zufälle auch nicht gibt, weil auf einer höheren Ebene mache ich das ja ganz, ganz gezielt. Ein berühmtes Klingelingeling-Beispiel, wenn das einer verstanden hat. Rein durch das Klingelingeling-Beispiel zerlege ich eigentlich schon das chronologische Denken und zeige dir, dass das einem riesen Trugschluss unterliegt. Dann habe ich hier jetzt wieder ganz neue Videos hier, die den Darwinismus widerlegen. Da denk einfach an unser Schachbrettsystem, das ich tausendmal erklärt habe, das kannst du arithmetisch widerlegen. Aber selbst diese ganzen Gedanken, ob jetzt der Darwinismus stimmt oder nicht, ist schon das erste Problem, siehst du eigentlich gar nicht. Dass du schon wieder unbewusst chronologisch denkst und dir die Frage stellst, was war vorher. Solange du dir die Frage stellst, was war vorher, chronologisch gedacht, es gibt keine Vergangenheit. Wenn ich behaupte, es gibt keine Vergangenheit, muss es doch eine Vergangenheit geben. Ist doch selbstverständlich, gibt es eine Vergangenheit, wenn du an eine Vergangenheit denkst, aber die ist hier und jetzt, das ist jetzt deine jetzt gedachte Information. Ja.
Und solange du geistlich nicht auf das, was ich dir jetzt mitteile, fokussierst, kann ich wieder sagen, wirst du leiden und du wirst dich nahmen. Und das Älterwerden, wo man gerade gesagt hat, dein Körper wird nicht überleben, das ist systembedingt. Der ist ja schon weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Das ist die große Erkenntnis, dass du überhaupt diesen Körper, den du dir ausdenkst, für dein Dasein überhaupt nicht brauchst. Dass du eigentlich was in mir Seiendes bist und eine ständige Informationswechsel als Leben empfindest. Und dieser ständige Informationswechsel, das ist jetzt dein Körper. Das ist das Bewusstsein der höheren Ebene. Das ist das Bewusstsein der höheren Ebene, dass du dich loslöst, dich mit einem Einzelgedanken von dir zu verwechseln, wo du sagst, das bin ich, sondern du erkennst, ich bin immer und das Existierende von mir ist meine Traumwelt, die ich aus mir aufschmeiße. Mit deiner jetzigen Logik, wenn du an dich denkst, denkst du bloß an einen ganz bestimmten Gedanken, wo du sagst, das bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht. Aber du denkst dir die anderen Gedanken genauso aus, wie du dir dein Körper oder dein Gehirn ausdenkst. Und für all die Sachen gilt, es existiert eindeutig nur, wenn du es denkst. Und solange du noch nicht den Mut hast, das als neue Erkenntnis zu akzeptieren und dich immer wieder verwirren lässt, weil in dir noch so übermächtig dieser Glaube an Autoritäten in deiner Traumwelt existiert. Die Herren Professoren, die Herren Pfarrer, die Mächtigen, die Philosophen. Da kann ich dir immer wieder nur sagen, die existieren nur, wenn du sie denkst. Und es gilt für diese Elite deiner Welt letzten Endes das, was auch für den Stein und für den lieben Gott gerade gilt. Es sind ein Gedanke und ein Gedanke, den du denkst, der wird immer nur dann in dir in Erscheinung treten, wenn du ihn denkst. Er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Ja. Und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Und solange in dir der Glaube ist, dass da natürlich dann der Denker, das ist, was du ein Leben lang Ich genannt hast, dieser Trockennasenaffen mit dem Gehirn, der auch angeblich dann natürlich auch dann da ist, wenn du nicht an dich selbst denkst. Das sind alles, das ist alles hundertprozentige Lügen. Darum betone ich nochmal die Fragen, die ich stelle, wenn du vor einem göttlichen Richter bist und ich stelle dir eine Frage, musst du einfach nur das beantworten, was du auch bezeugen kannst und alles, was du bisher geglaubt hast, dass du bezeugst, obwohl du dabei an Meineid schwörst, du solltest nur das bezeugen, was du wirklich hier und jetzt ausgedacht, auch in die Vergangenheit, spielt keine Rolle, mit eigenen Augen gesehen hast oder jetzt in deinem Traum am eigenen Leib erlebt hast. Dann kannst du natürlich auch bezeugen, dass du sagst, ich habe dieses und jenes im Internet gelesen. Mir hat dieser oder jener das erzählt oder jenes erzählt. Das kann ich auch beschwören. Was ich aber niemals beschwören sollte, dass das stimmt, was der mir erzählt hat, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen oder erlebt habe. Genau so ist. Das kannst du für möglich halten, aber du wirst jetzt wieder in einer extremen Selbstanalyse deines Glaubens feststellen müssen, dass ich würde das auch 99,99%, was für dich bisher hundertprozentig sicher waren, sind hundertprozentig sicher Selbstlügen. Die nur auf Meineiden aufbauen. Du willst doch frei werden. Ja. Frei werden von den Dogmen. Du wirst nicht frei, wenn dein Körper sich auflöst. Die Seele, die dann in den Himmel kommt. Seele ist auch was Ausgedachtes. Die existiert auch nur, wenn du sie denkst. Das heißt, wenn du die Ewigkeit, das ewige Leben erfahren willst, musst du zuerst einmal dich selbst als das erkennen, was du in Wirklichkeit bist. Etwas nicht, was nicht existieren kann. Nur etwas, was nicht existiert, ist ewig, weil alles, was existiert, sind Gedankenwellen und die verschwinden wieder. Ja. Und du bist es jetzt, sonst würdest du mich nicht hören. Und solange du dich mit einer vergänglichen Erscheinung von dir selber verwechselst, wirst du permanent Angst haben, dass du vergehst. Was du sowieso magst und dann wiederholst du dich. Du denkst dann wieder an dich, dann schläfst du ein, dann wirst du wieder wach als ein Brösel, dann schläfst du wieder ein, dann wirst du wieder wach als ein Brösel. Und jetzt müssen wir das spiegeln. Jetzt auch ja alles Vorstellungen von richtig, setzen eine Kehrseite, wo das, was bisher richtig war, von der anderen Seite verkehrt erscheint. Das heißt, du wirst wach und in dem Moment schläfst du eigentlich ein. Weil sobald du wach wirst, beginnst du als ein Brösel in deiner selbst ausgedachten Traumwelt zu existieren. Und in dem Moment, wo du in dieser Traumwelt wieder einschläfst, löst du dich ja eigentlich wieder auf und du wirst wieder zu dem, was du bist. Gerade habe ich gesagt, du schläfst ein und dann wirst du wieder wach. Ich sage jetzt nein,
Du wirst wach und dadurch bist du eingeschlafen. Du wirst wieder wach und dadurch bist du wieder eingeschlafen. Und jetzt drehen wir das rum, dass wir sagen, ich weiß, dass ich jetzt schlafe und dass ich träume. Dass alles, was ich jetzt erlebe, nur in meinem Kopf sich abspielt, im roten Kopf. Weil in einem Kopf, der nicht existiert, das ist der einzige Ort, wo sich immer alles abspielen kann, in einem Kopf, der existiert, den ich mir jetzt ausdenke, kann sich auch was abspielen, nämlich das, was ich mir denke, dass sich in dem Kopf jetzt abspielt. Aber was ist mit dem Kopf, wenn ich ihn nicht mehr denke? Dann ist er wieder weg. Gedanke. Das ist jetzt hier die Grundlage, das kann jedes Kind verstehen. Und wenn du jetzt neugierig bist, dass du die Reife dazu hast, dann kannst du die Onboard-Schriften lesen und hast du, ich sag mal, weit über 20, 25.000 Seiten, die jetzt sofort abrufbar sind. Und das macht dann wieder Angst und auf der anderen Seite habe ich dann Leute hier, ich mache jetzt einmal die Karin, dann sagt die Karin zu mir, weil ich doch kurz in dem Selbstgespräch habe ich doch hier die Internetseite, Holofeeling-Seite mit den Schriften eingeblendet. Und da sagt sie, die habe ich alle gelesen. Und da sage ich, Karin, das ist das Mindeste. Ich kann dir jetzt einige die Namen, wo ich sage, die Donis, die Fettings, die haben die alle schon 5 oder 10 Mal gelesen. Und das klingt dann immer wieder so viel. Ich sage, der normale Mensch, der sagt, wer liest denn sowas? Viele einfache Menschen erschrecken ja schon, wenn sie jetzt 4, 5 Bücher mit 1000 Seiten, das sind ja 4, 5000 Seiten stehen sehen. Ich sage, weißt du, wie viel unendlichen Müll du dir reinziehst, was für eine Menge das ist, was eigentlich nur verlorene Zeit ist und dann doch wieder nicht. Wo du gar nicht merkst, dass du das permanent in dem Zeitraum auch hier schon das zigfache an Menge gelesen hast, ob jetzt das Zeitungen oder Zeitschriften sind oder Boulevard oder normale Schnickstack-Märchengeschichten. Das ist, die Menge ist gar nicht so erschreckend, so lange braucht man da gar nicht dazu. Wenn du jetzt einen guten, angenommen, du gehörst jetzt zu den Lesern, viele wollen ja nochmal lesen, die hören sich ja lieber, man wird ja immer bequemer in dieser Welt, wie ich mir jetzt ausdenke, und immer dran denken, ein schöner Schritt in die Freiheit ist, dass man zuerst einmal sich immer wieder auf selbst als zur Ausgangsposition macht und der kleine Satz, ich verfüge über das Bewusstsein, dass nicht so niemand, den ich mir jetzt ausdenke. Wieso auch immer, dass ich diesen Gedanken von mir, der sich nur in meinem Kopf befindet, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Das zählt eigentlich nur, wenn ich jetzt irgendeine negativ beschreibe. Ich muss das aber auch vervollkommnen, ich brauche eine positive Hälfte. Ich muss nicht zu niemandem, den ich mir jetzt ausdenke, der irgendwas ganz was Großes geleistet hat, bewundern, weil der Gedanke, den ich mir jetzt denke, das ja nur geleistet hat, weil ich mir das denke, dass er das geleistet hat. Denk jetzt wieder an mein Schiller-Beispiel, festgemauert in der Erde, oder an mein Einstein-Beispiel. Ja. Jeden, den ich denke, der wird das erfunden oder getan haben, wenn das historische Personen sind, was ich jetzt denke, dass er getan hat, angeblich in der Vergangenheit. Ja. Und mach dir bitte bewusst, ich rede hier von Fakten, wenn du diese Gedankengänge mitgehst, das ist keine Frage des blinden Glaubens. Wenn du Schritt für Schritt diese Gedankengänge mitgehst, die ich jetzt als Lautsprecherstimme in dir auslöse, dann musst du nur nicken, weil zuerst einmal sage ich, du denkst es jetzt, aber du wirst dann erkennen, dass es genauso ist, wie ich es dir beschreibe. Kritisch wird es, wenn da die Riesenarroganz des materialistischen oder religiösen Glaubens noch da ist. Die Kleinsten werde ich zu den Größten machen. Das heißt dazu, solange in dir irgendwas noch aufschreit, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ich sage, es ist das, was jetzt ist. Und ob du das glaubst oder ob du das nicht glaubst, dass ich sage, du hörst mich auch, wenn du nicht an deinen Körper und an dein Gehirn denkst. Und es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, dann existiert es nicht. Ja. Aber dieses Nicht-Existierende hat immer, wir gehen in das Existierende, hat im selben Moment einen Hintergrund und wenn das zusammenfällt, ist jetzt immer wieder das Schöne, dass die Seinsmöglichkeit noch da ist. Man kann sich das schön wieder Bewusstsein führen, wenn ich die Gnede nehme. Jetzt machen wir mal dieses Nicht-Existierende wieder zu unserer 200 Gramm roten Gnede. Und ich sage jetzt, wenn mir die Form, die ich der Gnede gegeben habe, sich nicht nur auf geometrische Oberflächenveränderungen bezieht, sondern diese geometrische Oberflächenveränderung, ich kann aus der Gnede einen Würfel machen, ich kann eine Kugel draus machen, ich kann ein Tetraeder draus machen, ich kann ein Figürchen draus machen, ich kann Millionen und Abermillionen von verschiedenen Figuren draus machen. Und ich sage, das geht noch weiter, dass
deine Information diese Oberfläche darstellen. Wir können in den feinstofflichen Bereich gehen. Ich kann der Gnede dann ganz oben in der porösen Feinheit die Form von Angst, von Liebe geben, von Hunger geben. Das ist ja auch eine Information. Da muss man jetzt aber eine Fantasie haben dazu. Das heißt, es sind unendlich viele Möglichkeiten, dieser Gnede Form zu geben. Es bleiben aber trotzdem 200 Gramm rote Gnede. Ich kann dir unendlich verschiedene Leben durchleben lassen und du bleibst immer noch derselbe Geist. Und darum nenne ich das, wenn du in dem Moment, wo du dich reduzierst auf ein Leben, auf ein Programm, unser Splitscreen, bist du ein Geistesfunk. Das ist aber derselbe Geist. Das heißt, wenn du dich erhoben hast, wieder unser schönes Beispiel hier mit dem Salvo 200 Mann drin setzen, was sehen die aus den verschiedenen Köpfen? An was denken die? Wenn ich jetzt einfach in den Saal reinspreche und sage, jetzt denk einmal an deine Küche. Ist in jedem Kopf eine andere Küche drin, außer es sind Ehepaare im Raum. Dass der eine Geist, der sich das ausdenkt, was in den Köpfen drin ist, der erlebt. Und in dem Moment, wo du ein Geistesfunk hast, erlebst du bloß das, was jetzt eine Logik hergibt, was in einem Kopf drin ist. Aber du merkst jetzt mit diesen Beispielen schon, dass in vielen Fällen bei anderen Trocken, anderen Programmen, ich sage ja, jeder, der blaue Mensch ist ja nur ein Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm, dass durch deine Neugier du durchaus schon in der Lage bist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich kann nicht nur an die Küche vom Udo denken, sondern auch an die Küche von den Donis denken, obwohl das nicht meine Küche ist, weil ich weiß, wie die in den Köpfen der Donis ihre Küche ausschaut. Die ist auch im Kopf vom Udo drin und umgekehrt genauso. Und du wirst merken, das sind dann umso mehr du an Menschen kennenlernst, ein Programm kennenlernst, umso mehr weißt du über das Programm. Jetzt komme ich wieder zum Tierchen gucken. Ich sage, wir nennen das Programm Tierchen und ich sage, du kannst Tierchen gucken. Und ein Tierchen ist in der Regel am meisten da. Es gibt auch Situationen, wo du selber als Tierchen gar nicht in Erscheinung trittst. Das ist immer wieder, wenn ich sage, wenn du jetzt über irgendwas nachsinnierst und nicht an dich selber denkst. Also an dich selbst meine ich jetzt eigentlich an das existierende Teil von dir, der dann nicht existiert. Und das ist jetzt, das ist Philosophieren auf der höchsten Stufe und nicht nur ein blödes Nachplappern hier von dem ganzen Geschwätz von den Leuten über weltliche Dinge und über Geld. Es wird so unendlich unwichtig. Oder dich versuchen am Leben zu erhalten. Das ist so ein Wahnsinn. Dir wird immer mehr bewusst, wie wahnsinnig religiöse, esoterische und normale Menschen, naturwissenschaftliche Menschen sind, wo Widersprüche über Widersprüche, Krankheiten über Krankheiten, jeder will seinen eigenen Arsch retten, was unmöglich ist. Das kostet so unendlich viel Energie. Den Weg, den ich dir zeige, kannst du nur ganz alleine gehen. Und da betone ich immer wieder von vorne weg, hüte dich an deinem momentanen Programm, was verändern zu wollen. Du bleibst ein blindes Arschloch. Ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, was an deinem Programm alles falsch ist. Setz dir mal dein Programm für einen Führerscheinprüfungsbogen in der Vorschule, die wir uns jetzt ausdenken. Ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, dass die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die sind zwar Fehler, aber die haben durchaus ihren Sinn, dass du sie erkennst und nicht, dass du sie veränderst und aus dem Führerscheinprüfungsbogen rausmachst. Aber in dem Moment muss dir das klar sein, dass jetzt in dem Beispiel von dir dein Leben der Führerscheinprüfungsbogen ist. Das heißt also insgesamt, wenn ich jetzt anfange, mich auf Fehler zu fokussieren, dass also hier so Kleinigkeiten sind, das, was dich in dem Führerscheinprüfungsbogen abzuschließen, wo gerade hier unsere Leitung abgerissen ist, die wir uns jetzt ausdenken, dass in der Vergangenheit eine Leitung abgerissen ist, dass also der Glaube alles bewerkstelligt. Das Wort Glaube, wenn man reingeht und was du brauchst, ist natürlich auch hier Fantasie. Und gerade die Fantasie ist jetzt ganz interessant, wenn wir uns das Wort Fantasie anschauen. Das führt uns natürlich dann immer wieder, wenn du umso mehr Fantasie du hast, wirst du immer mehr Sachen denken, die dich faszinieren. Und die Faszination des eigenen Lebens ist das, was den normalen Menschen abgeht. Er quält sich durch das Leben, er lässt sich aber nicht faszinieren. Um fasziniert zu werden, brauchst du Glauben. Der Glaube ist der, der alles erschafft. Der Glaube ist der, der dich heil macht. Es wird dich nie ein Gedanke heiler machen können, wie du bist. Das habe ich so oft gesagt. Und es kann dich ein Gedanke von dir nicht zerstören. Wir gehen da ganz kurz einmal in die Worte dann rein. Das heißt, das, was dich wirklich heilt, ist nur dein eigener Glauben und das ist ein Selbstheilungsprozess. Da brauchst du keinen Arzt dazu. Der kann dich auch nicht älter werden lassen. Alternieren tust du nicht wegen Arzt. Wenn du
Altwerden als Alternieren siehst, weil du alternierst hier und jetzt, das ist unser DR. Also das sind wieder beide Seiten. Kommt eigentlich, was hat jetzt das mit Faszination zu tun? Und der Auslöser hier, das genauer zu erklären, da springe ich jetzt ganz kurz einmal da rein. Schau, ich habe jetzt hier Latein, das Lateinwörterbuch, da machen wir jetzt erst einmal von der Faszination. Schauen wir uns die Vorsilbe Fas an. Das sind die ersten drei Buchstaben. Wenn ihr das her sucht, schauen wir hier mal die Faszination an. Da heißt es hier eine fesselnde Wirkung. Wieso heißt Faszination eine fesselnde Wirkung? Da müssen wir nur in die Etymologie reingehen und lasst euch das einmal wirklich jetzt auf der Zunge zergehen. Faszinieren, ein Äußerstes in der Esse. In der Esse heißt ein inneres Sein, wenn ich das Lateinisch mache. Das Äußerste in der Esse, das heißt das, was in dir drinnen außen erscheint, sind doppelt aufgespannte Ecken. Das Äußerste in der Esse sind doppelt aufgespannte Ecken und die haben eine große Anziehungskraft ausüben. Weil dich zieht es immer wieder in diese ausgedachten Ecken hinein. Das beginnt schon mal, wenn wir wieder unseren symbolischen Tetraederspiegel nehmen. Mach das einmal hier, unser Tetraederspiegel nehmen und wir machen uns als Geist in dieses, das erste Licht, das wirkende Licht ist das Urlicht in der Mitte. Und dann haben wir ja hier, wenn wir uns um uns rumschauen, als dieses Urlicht, das ist jetzt der Geist, habe ich viele kleine Lichter, wieder an unseren Sternwerfer denken. Und sobald ich jetzt mich mit einem dieser Lichter verwechsle, dann sitze ich in einem peripheren Tetraederspiegel, wo dasselbe Spiel wieder losgeht. Das haben wir im letzten Selbstgespräch mit besprochen. Ja. Was jetzt natürlich ist, dass wir uns das ausdenken, in Wirklichkeit sind es aber das um uns herum, diese Vielheit, ist in uns drin, das sind die Visionen. Wir müssen es um 180 Grad drehen. Das heißt, das ist das eine, ist das Ganze und durch die Visionen deutet sich das nach innen. Darum gehen wir immer wieder in kleinere Facetten rein. Bücherregal, Buch, Seite, Zeile, Wort. Auslegung, einseitige Auslegung eines Wortes und dann kommen erst die Bilder. Das heißt, es ist die peripheren Tetraederspiegel sind eigentlich interne Facetten, die wiederum zu noch kleineren Facetten, zu noch kleineren Facetten waren. Ich rede hier in einer sehr bildhaften Sprache. Ich könnte jetzt das für einen Computermenschen sagen. Basic versucht Windows Software Betriebssystem versucht am Basic Betriebssystem zu erklären, was Windows ist, darf aber nur in Basic sprechen. Wenn man die Metapher versteht, hat man sehr viel verstanden, dann wisst ihr, was mein Problem ist, wenn ich in euch auftauche. Okay, wir haben also hier diese Faszination, das heißt eine große Anziehungskraft ausüben, das heißt, sobald du dich mit einem blauen Ich verwechselst, das übt so eine riesen Anziehungskraft auf dich aus, dass du komplett vergisst, dass du derjenige bist, der zuerst einmal sich dieses Ich ausdenkt. Und das führt dich jetzt faszinare, kommst du in ein Behexen. Da ist natürlich ganz interessant, weil da haben wir jetzt unsere polare Wahrnehmung, die Ex, die aus dir heraustritt. Das ist das Behexen. Aber was jetzt das Faszinierende eigentlich an dem ganzen Spiel ist, dass die Faszination im Lateinischen, wenn wir uns das genauer anschauen, schaut einmal, das beginnt mit der lateinischen Radix Fas. Und das heißt eigentlich der göttliche Ausspruch, das göttliche Gebot, die göttlichen Satzungen, das göttliche Gesetz. Darum soll ich nicht anfangen, dich von dir selbst faszinieren zu lassen, weil du bist Gott. Und dann, wenn wir jetzt runterfahren, kommt eigentlich die Fascia, das ist die Binde, das Band. Das ist übrigens das, was jetzt in deinem ausgedachten Körper die Muskelgewebe eingepackt sind. Da müssen wir jetzt in die Medizin gehen, diese Bänder, das sind eigentlich wie Hüllen. Ich nenne das immer, wenn ich was ausbeine, ein Fleisch beim Kochen, dann nenne ich das immer die Silberhaut. Ja. Ihr kennt das. Die nennt man übrigens auch so, medizinisch. Das sind die Bänder. Jetzt ist aber der Band, ich muss da fast nochmal reingehen, weil ich das so schnell gemacht habe. Wenn wir jetzt das Band nehmen, da haben wir aber schon BND. In mir ist eine existierende Öffnung oder existierendes Wissen. ND wissen wir, ist es auf und ab. Wenn wir es immer hebraisieren, ich gehe jetzt da nicht immer hin und her. Wenn man die Selbstgespräche hört, kriegt man das irgendwann mit. Ich kann natürlich auch BIN machen. Ich bin. Ganz interessant.
dass unser BIN, B-I-N, hebraisiert. Das Einschalten, das Einziehen, das Interpolieren, Interpolieren, auch zwischen, meistens in der Bibel, in der Tora wird es meistens mit zwischen. ZW, was die Geburt von was doppelt aufgespannt ist, ist Ischen, und Ischen heißt schlafen und alternieren, alt werden und alt sein, alternierend werden. Ich bin alternierend eigentlich. Und der Zwischenraum innerhalb, zwischen innen, ist auch das Verstehen. Jetzt kommt hier der Unterschied. Erkennen, Unterschiede erkennen und eine Einsicht haben. Das eine, ich könnte jetzt als Einsicht sagen, ich kenne das eine und ich verstehe das eine. Was passiert jetzt, wenn ich was interpoliere in mir, poliere? Das Wort will ich jetzt nicht erklären, könnt ihr selber nachschauen, wenn du es nicht weißt. Ich könnte jetzt einfach, ich generiere in mir was, ich habe aber das, die Einsicht in das eine. Das heißt, das eine ist erst einmal das Programm als Kontinuum gesehen, aus dem diese ganzen Generationen entspringen. Dann sehe ich das eine, das immer die Grundlage ist von Film. Ich habe ein Bücherregal und da interpoliere ich jetzt praktisch als Pol. Wir haben ja immer zuerst einmal zwei Pole. Dieses Pol ist es Tun, Machen, Handeln, wenn man es hebraisiert. Das sind immer die grammatikalischen Formen. Im Hebräischen nennt man Pol. Das schreibt sich ja so. Der Hitball war das dann, da waren nur die Vokale getauscht. Das Tun, das Mandeln, das Hacken, das Schaffen. Das Walten, das Wirken. Wir haben natürlich auch als zweites dann noch unser Esse. Das schreibt sich ja so, das sind die zwei Tätigkeitswörter, ich nenne es einmal so. Aktivieren, ausführen, tun, verschaffen. Das sind ganz unterschiedliche zwei Arten von bewirken oder von erschaffen. Habe ich aber alles schon erklärt. Und das ist der Pol. Das ist der Pol, der Grundpol teilt sich das in zwei Pole, immer an unseren Kegeldenken, Kreis und Dreieck. Und ich betone immer wieder, zwei ist die kleinste Form von Mehrzahl. Natürlich hat der Kegel nicht nur den Schattenwurf Kreis und Dreieck, sondern viele, viele Zwischenstufen, die entweder mehr kreisförmig oder mehr dreieckförmiger sind. Genauso ist es mit der Politik. Da können wir zuerst einmal zwei ausgedachte Formen sehen. Das ist rechts und links. Und dann viele, viele Zwischenstufen, wenn ich mir das anschaue, die mehr rechts orientiert sind. Ich könnte jetzt einmal sagen, mehr kreisförmiger sind oder mehr dreieckförmiger, mehr links orientiert sind. Und dann gibt es natürlich die, die meinen, die sind in der Mitte. Aber die sind genau genommen in Bezug ein totales Wischiwaschi, weil die weder der Kegel sind, noch sind sie der Schattenwurfkreis, noch sind sie der Schattenwurfdreieck. Die kann man eigentlich gar nicht definieren, die Mitte. Das sind die Lauen. Weil eine ausgedachte Mitte, bleiben wir bei unserer Tasse, um das nochmal ersichtlich zu machen. Ich habe einen Henkel rechts oder ich habe einen Henkel links. Und der Henkel in der Mitte ist genauso eine einseitige Perspektive, wie kein Henkel, sondern immer ein Gegenteil. Ich brauche zum Henkel links den Henkel rechts und die Henkel in der Mitte hat dann auch kein Henkel. Das ist eigentlich das, dass ich jetzt definitiv sage, wenn politisch welche sich in die Mitte orientieren, Betonung liegt auf Tier, die weder rechts noch links sind, das sind die Lauen, sage ich als Christus. Das ist als Schattenwurf, wäre das ein Schatten, wo du nicht sagen kannst, ist jetzt das ein Kreis oder ein Dreieck, das ist einfach nur ein Wischiwaschi. Das heißt, das sind nicht die Neutralen, sondern die sind gar nichts. Die Rechten und die Linken haben zumindest einen Standpunkt. Die stehen zumindest auf einem Bein. Die in der Mitte stehen auf überhaupt keinem Bein. Wenn ich nämlich rechtes und linkes Bein Kreis und Dreieck nenne, ist in der Mitte überhaupt kein Bein haben, weil es weder Kreis noch Dreieck ist. Das eine, wirklich, das heilige eine, muss ich die Ebene wechseln. Da muss ich eine Dimension jetzt in unserem Beispiel dazu nehmen. Und der Kegel wiederum, der ist weder Kreis noch Dreieck, weil es immer Körper ist. Und Kreis und Dreieck ja Flächen sind. Der befindet sich jetzt eine Dimension höher. Das heißt, dass wenn du jetzt ein bewusster Geist wirst, wirst du nicht mehr sagen, ich bin ein Mensch, weil ein Mensch ist ja nur ein Gedanke, eigentlich ein Programmgedanke von dir. Und wenn du zumindest ein bewusster Mensch bist, das ist die Übergangsphase, wirst du nochmal sagen, der Körper bin ich und die anderen Körper bin ich nicht. Weil dein Menschenprogramm, dein Intellekt ja alle Menschen aufwirft in dir, die sind ja alle in deinem Lebensbuch drin.
Es ist kein Unterschied in einem Krimi, ob ich jetzt von den Kommissar rede oder von den Verbrechern oder vom Assistenten vom Kommissar. Die sind ja alle in dem Krimi, wenn ja die erwähnt. Und genauso sind alle Menschen, die in die in Erscheinung treten, sind auf diesem Lebensbuch, wo ich sage, das blaue Ich drauf. Ja. Das ist das neue Weltbild. Und das Schöne ist immer wieder, dass ich jetzt immer wieder reingrätsche und dich darauf hinweise, es ist überhaupt nicht deine Aufgabe, irgendeiner Figur in deinem Traum das zu erklären. Du kannst es einer Figur in deinem Traum nicht erklären. Ich mache jetzt Selbstgespräche. Eine Figur in deinem Traum wird nie was verstehen. Du kannst einer vergänglichen Erscheinung nicht erklären, was Ewigkeit bedeutet. Auch nicht, was Göttlichkeit und wirkliche Schöpfertum bedeutet. Das kann ein Gedanke von dir nicht verstehen. Also glaube ja nicht, dass das der verstehen kann, der du jetzt zu sein glaubst. Ich erkläre es dem, der praktisch dich jetzt ausdenkt. Wer denkt dich jetzt aus, wenn du an dich selbst denkst? Jetzt kannst du sagen, ja, ich. Das ist natürlich auch schon wieder, das Ich ist auch schon wieder was Ausgedachtes. Dann nimm mal das rote Ich. Und wenn jetzt deine Logik aufbegehrt und sagt, das versteht keiner. Ich könnte jetzt bröselgeschichtentechnisch sagen, wenn ich mache jetzt einfach mal, euch wird es genauso gehen, wenn ich jetzt als Udo, als normaler Mensch in meinem Traum auf irgendwelche Bekannte von mir treffe oder Leuten, die ich ewig nicht gesehen habe, und dann kommt dann, was machst du eigentlich? Und ich sage dann, normalerweise fange ich eh nicht an, aber in dem Beispiel fange ich jetzt an. Und dann so, ja, ich mache mir halt Gedanken über das Leben und dann versuche ich, die vier Ichs zu erklären. Es gibt nahezu keinen, den das interessiert. Die blocken schon von vornherein an, da siehst du an die Augen, an der ganzen Physiognomie dieser Figuren, dass die das nicht interessiert. Und die, die ich bisher getroffen habe oder auch nicht getroffen habe, die es interessiert, die findest du alle im Skype unten. Und da gibt es noch einige, die da nicht drin sind, weil die nicht so viel im Internet sind, aber es bleibt wirklich eine minimale Menge von Menschen, die wir uns ausdenken, die wirklich Interesse haben. Es ist so unheimlich trügerisch, dass wenn man von der Masse ausgeht, man will immer was Gutes tun, dass man meint, das müssten die Menschen wissen. Ist auch das, was ich erzähle, muss bloß der wissen, der mir jetzt zuhört. Nur der. Da muss man sehr, sehr präzise werden und man tut sich sehr leicht, wenn man begreift, das kann nicht einmal der verstehen, der du jetzt zu sein glaubst, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Das ist ein ganz intimer Akt. Ich habe das in einen einfachen Satz zusammengefasst, dass ich einfach sage, ich kann nur den wach machen, der träumt. Aber niemals eine Figur, die in dem träumenden Geist in Erscheinung tritt. Das ist ein ganz klares, einfaches Deutsch. Und du wirst Figuren in einem Traum auch nichts erklären können. Das nehme ich jetzt, ich wiederhole das nochmal für die Ariane und sage, selbstverständlich kannst du dir jetzt jemanden ausdenken. Das ist ein Gedanke. Und der wird nur das wissen, was du denkst, dass er weiß. Das heißt, du kannst dann Gedanken von dir, wenn du dir einen Menschen ausdenkst, eine gewisse Fähigkeit zusprechen. Dann hat der für dich diese Fähigkeit, wenn er in dir auftaucht. Aber nicht der Gedanke als Ding an sich hat diese Fähigkeit, sondern nur für dich Geist hat dieser Gedanke dann diese Fähigkeit, weil du das glaubst und damit praktisch als Schöpfergott, ein träumender Geist, ist der Schöpfer für die Welt, die er träumt. Ja. Aber der Witz ist jetzt, dass unser ausgedachter träumender Geist sich ja nicht raussuchen kann, was er träumt. Das ist jetzt wieder mein Einfallspinselbeispiel. Er braucht ja einen Maler, der braucht einen gewissen Intellekt und das ist dein Schwamminhalt und das konntest du dir auch nicht raussuchen. Und wenn du diese Gedankengänge mitgehst, kommst du zuerst einmal in einen Zustand der absoluten Unfreiheit. Und jetzt ist umso mehr Unfreiheit mir kriegen. Ist ja auch eine Welle. Umso größer die Unfreiheit in dir wird, bis zur absoluten Unfreiheit, muss im selben Moment die Freiheit auf der anderen Seite wachsen, bis zur absoluten Freiheit. Und ich erkläre das ganz einfach: In dem Moment, wo du weißt, dass du in deiner momentanen Rolle keine Freiheit hast, der dir die Freiheit sich einredet, der hat permanent die Qual, wie er sich entscheiden muss. Auf der unteren Ebene der Perspektiven, die komplett aufgelöst sind diese Probleme auf der höheren Ebene, wenn du meinst, dass alle Perspektiven ja eine Einheit bilden. Der Kegel wird sich nie entscheiden, ob er Kreis oder Dreieck ist, wenn er weiß, dass er Kegel ist. Und ein Mensch, ein wirklich, ich bin jetzt noch blau, ein bewusst, ein Mensch ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Wenn dieses blaue Programm
weiß, was es selbst ist, das ist natürlich nur dort auf dem Programm, dann wird das Programm, da wird der Mensch niemals behaupten, ich bin der 5-Jähriger und alles andere bin ich nicht oder ich bin der 20-Jährige oder 30-Jährige. Ich bin die ganzen Menschen, die ich aufwerfe, und zwar nicht nur die Personas, diese Körper, wo ich sage, das bin ich im Laufe meines Lebens, sondern auch alle anderen Personen, weil ich die mir ja genauso ausdenke. Das ist auch wieder bloß, das bin ich und das bin ich nicht, gehört ja auch untrennbar zusammen. Die Mitte ist die Wirklichkeit. Der in der Mitte steht und sagt, ich bin beides. Der in der Mitte ist, der sagt, ich kann mir oben ausdenken, aber sobald ich mir oben ausdenke, entsteht ein unten. Er wird nie sagen, ich bin unten. Habe ich doch so oft gesagt, wenn du jetzt hochschaust und sagst, schau, da oben ist eine Wolke. Dann denkst du dich im selben Moment nach unten, bis ich dann sage, schau mal da, was da auf dem Boden liegt. Dann schaust du nach unten, dann bist du komischerweise in dem Moment wieder oben. Bist du jetzt oben oder bist du unten? Weil du dich immer im Vergleich zu einem Gedanken setzt, anstatt dass du dich wirklich bewusst dahin setzt, wo du immer bist. Du bist die Mitte. Du bist immer die Mitte, egal was du um dich herum denkst, ob du deinen Schädel um dich herum denkst, ob du dir jetzt deine Küche um dich herum denkst oder dein Wohnzimmer um dich herum denkst. Du wirst feststellen, du kannst dich in der Achse immer um dich herum drehen. Und diese Peripherie verändert sich. Jetzt muss ich natürlich sagen, gut, wenn wir in ein anderes Zimmer gehen. Es ist nicht, dass du in ein anderes Zimmer gehst, du bleibst die Mitte, du denkst dir bloß andere Formen um dich herum aus. Du kannst es dann auch Bayreuth nennen oder Grünau nennen oder Weißenburg nennen oder München nennen. Und dasselbe passiert mit der Zeit. Was du denkst, denkst du jetzt. Ja. Es hat einen Grund, wieso ich das jetzt wieder wiederhole bei dir, wenn du es anschaust. Wir können natürlich sagen, du bist der Erste, du hörst jetzt das erste Mal. Dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass du bis hier jetzt in dem Video überhaupt gekommen bist, weil du wahrscheinlich schon nach 2 Minuten abgeschalten hast. Merkst du, jetzt rede ich schon wieder, ich rede jetzt immer mit demselben Geist, bloß ich erkläre dir, was passiert, wenn du dasselbe Video, meinetwegen jetzt vor 20 Jahren siehst. Das klingt jetzt verwirrend im ersten Moment, aber ich mag es mal anders. Du wirst jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Leute in dir auftauchen und die erklären, wie sie das erste Mal von Holofeeling was gelesen haben. Das sind sehr, sehr viele, die sagen, ich habe ein paar Seiten gelesen und mir gedacht, was ist das für Arschloch und habe das Buch weggestellt. Komischerweise 10, 15 Jahre später kriegen die das Buch wieder in der Hand und dann sieht es ganz anders aus. All das wird jetzt gedacht. Kann ich dir jetzt wieder als Figuren etliche bringen, die das nur bestätigen. Wo ich dann viele zum Beispiel einen hatte ich, der hier ganz definitiv sagt, wie er das gelesen hat, irgendwie hat es ihn fasziniert und angewidert, weil er sich bei meinem gedacht hat, was ist das für ein arroganter Arsch, der bittet sich ja ein, der ist Gott. Bis er dann merkt hat, dass das genau die Masche ist und dann hat er festgestellt, wie unendlich Liebe zwischen den Zahlen ist, dass der da spricht, überhaupt nicht arrogant ist, weil der doch permanent darauf hinweist, ich bin du. Wenn wir jetzt den Schluss machen von dem letzten Teil 3, wo ich, er ist der Verstehende. Ja. Die letzten Zahlen, wo ich hier vorlesen, du. Wer spricht jetzt diese Worte in dir? Das funktioniert beim Video, funktioniert es nicht, weil du jetzt einen Lautsprecher hörst. Aber baut nicht das Ganze darauf aus, dass du derjenige bist, der sich das denkt, dass du permanent, wenn du diese Schriften liest, übrigens auch alle anderen Schriften, dass du doch der Sprecher bist. Du bist doch der, der jetzt in dir spricht. Und du meinst schon wieder, den du dir ausdenkst, der das in der Vergangenheit geschrieben hat. Dass der zu dir spricht. Ist doch ein vollkommenes Unbewusstsein. Lass es auf dich wirken. Ja. Ich will die Stelle nicht nochmal hier hören. Das geht in Ich bin du schon los. Ich bin ein Buch, du unterhältst dich jetzt mit einem Buch. Das habe ich so oft darauf hingewiesen. Du wirst merken, die Masse der Menschen sagt, was für ein Blödsinn. Oder in dem kleinen Vorwort von Holofeeling, wo dann plötzlich kommt, wow, 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 miau, miau, miau. Siehst du, wenn ich will, miaust du wie eine Katze und bellst wie ein Hund. Was ist das für ein Blödsinn, sagen die Leute. Da fällt der Beobachter, wenn da wirklich ein Geist da ist, der sich beim Lesen selber beobachtet, sagt, hey, stimmt ja eigentlich. Genau so ist es. Warte, von der Masse nichts breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Das ist immer wieder, und das ist unser Gespräch, wo ich sage, der Körper wird nicht überleben, fang irgendwann einmal an, dich dafür zu interessieren, was du selbst bist, was du wirklich bist. Oder was du diese vier Ichs benötigen. Aber in dem Moment, wo wir uns diese 4x ausdenken, muss ein Fünfter da sein, der sich die 4x ausdenkt. Das heißt, selbst der rot geschriebene UP ist ja immer noch ein Gedanke. Aber dann beginnt das Verstehen, das wirkliche Verstehen. Wisst ihr, das ist eigentlich hier so die große Ehe-Existenz und Ehe ist ja die Ewigkeit.
Und dann kommt der Bund, das Band, um da nochmal reinzuspringen. Dann hast du die Binde. Jetzt ist der ZWI-schen Raum, ist dein Wissen, was durch das Wissen erzeugt. Wir können nicht, wie in mir, ist diese existierende Öffnung oder das existierende Wissen. Dann haben wir, in mir ist AND, das heißt, ich werde hin und her schwingen, wenn wir das hebraisieren. Das haben wir zigfach in den letzten Selbstgesprächen gehabt. Du wirst jetzt merken, dass diese Deutsch, diese Deus, diese Deus, diese göttliche Sprache des Deuten, des Auslegen, vollkommen neu, die wird einen vollkommen neuen Sinn machen. Dann können wir in die Medizin reinspringen. Dann haben wir hier die Faszie. Aus dem lateinischen Faszie, das Band, die Bandage, Weichteil des Bindesgewebes. Die können jetzt, die ganzen Namen könnte ich dir jetzt auffächern. Das sind alles symbolische Bilder. Das sind Computeranimationen in einem gewissen Ort. Das ist, dass man das irgendwann einmal versteht. Das ist eine Traumwelt. Und ich habe so oft gesagt, jetzt in deinem materialistischen Wissen ist drin, wenn ein Mensch träumt, dann teilt ihm, nenn das Unterbewusstsein oder Überbewusstsein oder was auch immer, kriegst du in symbolischen Bildern, kriegst du was in symbolischen Bildern mitgeteilt in deinem Traum. Jetzt geh mal einen Schritt höher und du Geist, dir wird jetzt bewusst, dass du ein träumender Geist bist und deine Traumwelt ist diese Realität, die du zurzeit erlebst, mit ständig wechselnden Bildern in deinen roten Kopf. Und da gilt dasselbe, das sind alles nur symbolische Bilder, der Toni Kienberger. Jetzt ein Pixelmännchen. Toni, du hast das analysiert, wenn ich dann den Namen Toni Kienberger und dann Lebenslauf vergleiche. Da müssen wir jetzt ins Chinesische gehen. Es ist ja immer wieder, zeig einmal deinen Stempel, wo du dir machen dann hast. Ist dir da schon mal aufgefallen, dass du da chinesisches Zeichen benutzt hast in dann von deiner Praxis? Das ist doch schon immer in dir drin, das Chinesische. Wenn ich jetzt zu dir sage, du warst irgendwann einmal in deinem früheren Leben Laoze, das müssen wir uns jetzt ausdenken, ohne esoterisch zu werden. Du warst alle, die du dir ausdenkst. Jetzt da ist keine Vergangenheit, du bist die, wenn du die denkst und in jedem Leben macht man Erfahrungen. Jetzt ist Kien, in dem I ging Kien, ist das Zeichen für den Berg. Was war deine ganze Leidenschaft, dein Toni Kienberger Leben? Du bist auf dem Berg aufgestiegen. Zumindest bis der Udo in dir auftaucht ist. Das ist alles, das ist in jedem einzelnen Leben. Meinst du, dass die Ariane Ulrich, dass das ein zufälliger Name ist? Oder der Jakob, der Jan Jakob. Oder wie auch immer, auch dein Name. Du bist was ganz, ganz Besonderes. Ja, du willst mir erzählen, du hast noch nie, nie, nie Wunder gesehen. Und ich seh die Menschen, wie sie geboren werden, um dann irgendwann zu sterben. Dazwischen geht es nur um Atmen, um Nehmen und Geben, um Lieben und Leben. Und welche Rolle nimmst du ein, auf welcher Seite willst du stehen? Wie du dich entscheidest, liegt nicht in deinen Genen. Und alles, was ich seh, sind meine Kinder. Meine Kinder. Du willst mir erzählen, du hast noch nie, nie, nie ein Wunder gesehen. Da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Das ist immer wieder die Wunder, die Faszinationen, die entstehen erst, wenn du einen Bund, einen göttlichen Bund eingehst mit dem, der dich erschaffen hat. Aber der, der dich erschaffen hat, wirst du irgendwann nochmal feststellen, dass du das selbst bist. Auf einer eigenen höheren Ebene. So wie du dich jetzt unbewusst mit einem Menschen Trockennasen auf dem Programm immer nur mit dem Körper definierst, mit einem ganz bestimmten Körper, den du jetzt denkst und sagst, die anderen Sachen, die ich mir ausdenke, mit denen habe ich nichts zu tun. Genauso wirst du auf der höheren Ebene dir viele Menschenprogramme ausdenken, aber immer noch, dann sagst du, ich bin ein Mensch und mit den anderen Menschen habe ich nichts zu tun. Und jetzt kommt eigentlich nochmal eine Ebene, wo du merkst jetzt plötzlich, ich bin ja alles, was ich mir ausdenke und nichts davon. Ich bin immer. Und das, was ich mir ausdenke, ist ein ständiges Kommen und Gehen. Im ewigen Hier und Jetzt. Und jeden Gedanken, den ich mir denke, wird ein Geschöpf von mir in meinem roten Kopf, eine Gedankenwelle nenne ich das,
Und jeder neue Gedanke, den ich denke, zerstört den bestehenden Gedanken, ist ein ständiges Rollen. Du spielst eine Rolle in deinem eigenen Traum. Das ist das, was ist. Mehr muss man nicht wissen. Wenn du das weißt, Holofeeling ist nicht Intellekt. Und dann doch wieder, weil wenn es nicht wäre, das ist eben die zwei Seiten. Einmal die kindergartengerechten Beispiele, wo ich sage, diese Vereinfachungen von Vereinfachungen. Wenn du die verstehen würdest, akzeptieren würdest, dann hättest du überhaupt kein Problem, du hättest keine Sorgen. Du würdest durchaus krank werden, du würdest Schmerzen haben, das ist das Spiel, weil in dem Leben du Erfahrungen machst, über die du eigentlich nur lächelst. Es ist immer altes Beispiel von mir, reifeabhängig. Wir sagen jetzt, wir denken uns jetzt zurück, wir gehen mit einem Kind in einen Spielzeugladen irgendwo groß und das Kind will sich fast festklammern, will irgend so ein Bibifax haben, ein Bube. Und die Eltern sagen, nein, das brauchst du nicht. Ist Barbie-Puppen-Beispiel. Und dann wirst du ein Jahr dann merken, Tränen, und wenn du die Physiognomie dieses kleinen Wesens, das du dir dann ausdenkst, das ja nur deine Information ist, dieses Kind, da spricht alles dafür, dass das Kind leidet, da laufen dicke Tränen die Wangen runter, das schreit, es fühlt sich unwohl, so definier mir jetzt diesen Gedanken. Mein Barbie-Puppen-Beispiel. Leidet das Kind in dem Moment, wenn du weißt, das ist kindliche Logik? Dann machen wir den Sprung hier, der 13-, 14-Jährige, der total verknallt ist in irgendeinen Popstar. Früher habe ich immer gesagt, take set, aber die sind ja mittlerweile hier und jetzt gedacht, ab dem Jetzt-Punkt, je nachdem, wo ich das Zeit finde, hinsetze, all die Säge. Jetzt müsste man Justin Bieber oder was sagen, der ist ja so süß. Und jetzt Justin Bieber irgendwie macht einen Scheiß oder der singt nicht mehr, der zieht sich zurück und alle sind unendlich traurig, weil der Justin Bieber oder er heiratet, noch schlimmer, wenn du ein Teenie bist und du bist verknallt in ihn. Dann hast du wieder ein extremes Leid. Wie willst du den Kindern erklären, dass das ein Bibifax ist? Du kannst es nicht, es geht nicht, du wirst das Kind nicht erreichen. Und in meinem alten Barbie-Puppen-Beispiel, wenn man das hört, wo ich dann den Hinweis mache, dass ich sage, mach mal einen Trick, sag zu den Kleinen dann, die hier leidet, wenn da irgend so ein Bibifax, kannst du dich noch erinnern, wie wir vor 7, 8 Jahren in den Spielzeugladen waren und du wolltest unbedingt die Barbie-Puppe haben? Wie du dich aufgeführt hast, weil ich gesagt habe, du kriegst die Barbie-Puppe nicht. Dann wird die 14-Jährige sagen, ach Mama, damals habe ich doch, was willst du denn mit dem Kinderkram? Damals habe ich doch überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber jetzt weiß ich, was Sache ist. Man weiß immer bloß jetzt, was Sache ist. Und jetzt gehen wir in die Zukunft. Wir machen hier, sie heiratet dann die Kleine, die ist 3, 4 Jahre verheiratet, ist mittlerweile 28 oder 30 und jetzt erfährt sie, dass ihr geliebter Mann fremd geht. Jetzt kommt sie wieder zur Mutter und heult und heult und heult. Jetzt sag einmal zur Kleinen, kannst du dich erinnern, wie damals geheult hast, wie die Boygroup oder der Justin Bieber hier geheiratet hat, wie du dich auch, Mama, was willst du mit dem Kinderkram? Jetzt habe ich das Problem. Also jetzt habe ich das Problem und das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit, dass du immer das Problem, das du jetzt hast, ist angeblich das größte Problem. Dir kommt gar nicht in den Sinn, dass du das hier und jetzt gedacht mit 20 Jahren mehr Lebensreife ganz anders bewertest. Dass das dann von oben gesehen ist, ist eigentlich alles ein Pipifax. Und ich sage, der Trick ist, wenn du alles im Jetzt machst, musst du dir die Frage stellen, wenn du jetzt wieder ein Problem hast, willst du wieder so und so viele Jahre warten, bis du erkennst, dass es gar nicht wert ist, dass du dich darüber aufregst. Und da kommt natürlich dann die Moral mit rein, wenn einer stirbt. Die sind doch schon weg, wenn du sie nicht denkst. Ich sage, am besten geht es denen, die du dir nicht ausdenkst. Und sobald du dir jemanden ausdenkst, musst du dich überraschen lassen, wenn er auftaucht, wie es ihm dann geht. Weil er in dir immer noch der Glaube ist, dass der was erlebt, der ist auch dann da außen, wenn ich ihn mir nicht ausdenke. Das Spiel, wenn man bewusst macht, ist das wunderbar. Aber es ist natürlich so eine Sache mit dem Glauben. Ich habe gesagt, Glaube, der Glaube macht dich krank und der Glaube heilt dich. Das heißt, umso mehr du Angst hast um deinen Körper, ob das Veganer sind oder dann laktosefreies Essen. Die Ursache, dass du dann ja auch sagst, ich habe das ja ausprobiert, mir geht es ja schlecht, ist dein Glaube.
Genauso wie auch die Ursache ist, dass dir angeblich irgendein Medikament hilft, wenn du da wirklich immer absolute Studien, und zwar glaubensbereinigte Studien machst, wirst du merken, dass das alles heiße Luft ist. Ich sage immer wieder mein Grandabasser-Beispiel, unser Doni, unsere Strahlen, unser Elektrosmog. Hast du jetzt die 15 Jahre gelitten oder nicht gelitten an den Scheiß? Du hast eindeutig dran gelitten. Okay, das ist das große Problem, es ist der Glaube gewesen, nicht die Strahlen, die du dir ausdenkst. Die Wirkungsweise. Und jetzt kommt natürlich das ganz, ganz Schlimme. Das sind die Wünsche. Du kriegst das zuerst einmal verwirklicht, was du glaubst. Der Glaube verwirklicht. Ich rede jetzt nicht von positiven oder negativen Sachen. Sobald in dir Wünsche auftauchen aufgrund eines Programms, ist jeder Wunsch, der in dir auftaucht, der Glaube, dass du das, was du dir wünschst, nicht hast. Das heißt, solange du dir wünschst, dass du gesund wirst, glaubst du ja definitiv, dass du jetzt krank bist. Der Materialismus wiederum, diese verdrehte Logik, diese verkehrte Logik, die nur die Kehrseite der Wirklichkeit dir zeigt, der suggeriert dir das Gegenteil, der sagt dir, weil ich jetzt krank bin, wünsche ich mir, dass ich gesund war. Und ich sage, weil du dir wünschst, dass du gesund wirst, glaubst du ja, dass du nicht gesund bist, sondern dass du krank bist, und verwirklichen tut sich dein Glaube. Weil du ja glaubst, dass du nicht übers Wasser laufen kannst, würde dir jetzt das nichts nützen, wenn du sagst, ich wünsche mir, übers Wasser zu laufen, weil das an deinem eigentlichen Glauben ja nichts verändert. Und jetzt kommt mit Holofeeling, sage ich dir, es geht in diesem Leben drum, dass du dich geistig erhebst, dass du erkennst, ich bin was anderes wie ein Gedanke von mir. Das heißt, wenn ich an mich als Mensch denke, ist da eine Lebensgeschichte. Da ich mich ja jetzt als Mensch empfinde, Mensch immer blau geschrieben, Trockennasenaffe, weil ich jetzt den Eindruck habe, ich bin jetzt so und so alt oder so und so alt, da sage ich immer wieder, das ist in der Lebensgeschichte, hast du erst die Hälfte, ein Drittel oder sonst was gelesen, den Rest musst du noch anschauen, das bleibt dir nicht erspart. Weil du immer in einem ganzen Leben was lernst und nicht in einem halben Leben. Es kann durchaus sein, dass das Leben bloß 10 Jahre dauert. Dann hast du in den 10 Jahren was zu lernen. Wenn jetzt diese Geschichte in der Geschichte in der Geschichte, das ist wie in dem Film Inception, Traum in Traum in Traum. Da sagt man, das Kind hat ja nichts mitbekommen. Ich sage, nein, das glückliche Kind, das ist die ganze Scheiße, wo du die letzten Jahre erleben musstest, eventuell ist dem erspart geblieben. Ich sage, das sind dann die Hochbegabten. Die Hochbegabten hol ich eher heim. Das sind immer grobe Metaphern, wo ich durchaus immer ja, aber sagen kann und Gegenperspektiven einsetzen, aber ich habe keine andere Möglichkeiten, einer perspektivischen Logik die Heiligkeit zu erklären. Ich kann nur sagen, du bist ewig, du wirst ewig sein, und das, was du zu sein glaubst, das wird sich auflösen, und zwar in Bezug auf den Körper hat sich's ja schon immer in deiner jetzt ausgedachten Vergangenheit aufgelöst, vom Säugling bis zu dem, der du jetzt zu sein glaubst, und im nächsten Schritt werden sich die Leben auflösen, die du lebst. Das sind wie kleine Episoden. Man kann das eigene Leben nochmal in Lebensabschnitte einteilen. Das ist egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Ich könnte jetzt zu Ariane sagen, es hat ein Leben vor Jan Jakob gegeben und es wird ein Leben nach Jan Jakob geben. Es hat ein Leben vor Ariane Ulrich gegeben und es wird eins danach geben. Ich kann die Namen austauschen. Ich kann zum Jan sagen, es hat ein Leben vor Ariane Ulrich gegeben und es wird auch eins nach Ariane Ulrich geben. Und wenn du dich da nicht einmischst, läuft das alles nach Plan. Und wenn du dich einmischst, dann läuft es auch nach Plan, bloß wie in einem Videospiel, dann wiederholst du die gewissen Aufgaben. Du wiederholst so lange das Videospiel, wenn du bis zum Ende durchspielen willst, musst du gewisse Aufgaben lösen, und wenn es nach Plan läuft, dann geht es das erste Mal in einen Rutsch durch. Das ist einfach, wenn du einfach die Rolle so spielst, wie du sie spielen sollst, und dich als Geist nicht dagegen wehrst. Das heißt, die Frage unserer Freiheit, habe ich gesagt, du hast keine Freiheit. Aufgrund dessen, dass du meinst, du hättest Freiheit wählen zu müssen, du wirst dich dann doch für das eine oder das andere entscheiden. Das sind immer wieder solche Stellen, mache ich es oder mache ich es nicht. Und die Frage ist es, warum? Es geht immer um das Warum. Warum mache ich was oder warum mache ich es nicht? Und du wirst feststellen, deine Logik wird dir letztendlich eine einseitige Antwort aufzwingen.
Auf dem Film selber sind beide Möglichkeiten wie in einem Videospiel da. Du wirst, wenn du es magst, gewisse Erfahrungen machen, und wenn du es nicht magst, magst du auch gewisse Erfahrungen. Du kannst aber auf der unteren Ebene eben nur eine Seite anschauen. So wie in einem Buch. Versuche mal die Seite 30 und die Seite 80 gleichzeitig anzuschauen. Da könnte ich jetzt wieder einen Skeptiker haben, der sagt dann, dann reiße ich die zwei Seiten raus und lege sie nebeneinander hin. Was, ich sage, 6 Sätzen zum Thema vorbei. Grobe Beispiele kann ich immer wieder angreifen, aber wenn du verstehst, was ich damit mitteile, dann greifst du das nicht an, sondern du versuchst zu verstehen, was ich dir mitteile. Ein Beispiel, wenn ich jetzt immer wieder hier mein altes, wenn ich sage, ich denke mir Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Ich kann ein Blatt Papier nehmen und da Zürich draufschreiben und auf die andere Seite Wien draufschreiben, dann sind die an derselben Stelle. Wie ich die in einem ausgedachten Raum vor mich positioniere, spielt dabei doch überhaupt keine Rolle. Es ist sowieso immer hier und jetzt. Dein Geist muss ja, wenn beweglich, wenn diese Spielereien haben nichts mit Wissen zu tun. Das Wissen brauchst du, wenn du hier die Worte dir genauer anschaust. Aber das ist, wie gesagt, wie ich sage, das ist die physikalischen Formeln, mit denen man eine Welt konstruiert. Jetzt diese raumzeitliche Welt, die stimmen ja alle. Obwohl sie trotzdem verkehrt sind, so wie sie ausgelegt werden, weil man nämlich immer die negativen Hälften von der Wurzel weglässt. Das heißt, das Existierende benötigt etwas Nicht-Existierendes. Weil ohne das Nicht-Existierende wird es das Existierende gar nicht geben. Das ist auch eine Polarität. Gibt es einen Denker, wenn kein Gedanke da ist? Dann wird der Denker automatisch zum Nicht-Existieren. Jetzt wirklich absolut gesehen. Sobald ich mir über einen Gedanken denke, ist ja nur der Gedanke auf dem Bildschirm, aber nicht die Ursache von dem Gedanken, der in dem Moment nicht existiert. Das ist nämlich der Denker. Jetzt, sobald ich ihn versinnbildlich in unserer Computermetapher, muss ich an das Programm denken, aus dem der Gedanke auftaucht. Das Programm braucht aber wieder ein Medium, einen Computer, weil was ist ein Programm ohne Computer? Der Computer braucht wiederum einen Stromanschluss, eine Steckdose. Da denke ich mir jetzt ein Atomkraftwerk aus. Das Atomkraftwerk, unter anderem diese Energiequelle, wiederum ist eine ausgedachte Energiequelle, zwangsläufig keine Energiequelle, sondern eine Form der Energie in der Einstein-Formel. Das Wissen, das du jetzt kriegst, ist heilig. Und das ist für dich, das ist mein Geschenk. Und den Rest lassen wir uns einfach überraschen. So, und jetzt lassen wir es gut sein. Ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.